Hallo und herzlich willkommen bei Zappenduster. Heute möchte ich dir meine absolute Lieblingsserie auf Netflix vorstellen, nämlich Sense8. Die Serie hat 2 Staffeln mit 24 Folgen und es gibt ein Abschlussszenario quasi in Spielfilmlänge, das alle Enden zusammenbringt. Die Serie hat einen mysteriösen Anhauch, sage ich jetzt mal. Und ich erzähle euch kurz, worum es geht. Es geht darum, dass auf der Welt sich nicht nur der Homo sapiens als Menschenrasse entwickelt hat, sondern auch der Homo sensorium. Der größte Unterschied zwischen Homo sapiens und Homo sensorium ist, dass der Homo sensorium in Clustern lebt. Das heißt, es sind jeweils 8 Menschen, die miteinander verbunden sind. Die sind über die ganze Welt verstreut, aber geistig, telepathisch und emotional miteinander verbunden. Und sie können sich halt auch verbinden und sich gegenseitig dann eben auch helfen. Wenn sie verbunden sind, hat man auch das Wissen, was der andere hat. Das heißt, spricht die Sprache, hat Kenntnisse, die der eben gelernt hat oder auch körperliches. Unser Cluster, um das es in dieser Serie geht, enthält so ziemlich jedes Klischee, das man sich vorstellen kann. Es gibt einen Busfahrer aus Nairobi, einen Polizisten aus Chicago, einen schwulen mexikanischen Schauspieler und einen Safeknacker aus Berlin. Außerdem eine indische Biologin, eine isländische DJ, eine südkoreanische Kampfsportlerin und eine Transgender-Computer-Nerd-Tussi, sag ich jetzt mal. Und wie das natürlich so ist auf unserer Welt, gefällt das nicht jedem, dass es eine zweite Menschenrasse gibt. Es gibt Leute, die fühlen sich bedroht und finden das nicht ganz so toll und finden, dass der Homo sensorium ausgelöscht werden muss. Diese Menschen machen Jagd auf den Homo sensorium und unser Cluster findet das wiederum natürlich nicht so toll und wehrt sich dagegen und versucht eben im Gegenzug diese Firma, die es sich aufs Hemd geschrieben hat, den Homo sensorium auszurotten, ihrerseits zu zerstören. Da gibt es ein paar richtig coole Plots in der Serie. Die Charaktere sind von ein kleines bisschen skurril, aber nicht zu sehr, bis hin zu sehr sympathisch. Und natürlich gibt es um jeden dieser einzelnen Charaktere noch ein paar Menschen herum, die diese Hauptfiguren quasi supporten. Das Ganze ist richtig cool gemacht und ich habe die Serie von Anfang bis zum Ende genossen und zwar sehr zeitnah. Also ich habe ein Wochenende mit dieser Serie verbracht und es hat sich gelohnt. Deshalb für euch heute die Empfehlung. Die Serie bekommt von mir 10 von 10 Punkten und vielleicht findet ihr sie ja dann auch so toll und das ist ein guter Tipp für euch. Wenn ihr die Serie jetzt vielleicht schon gesehen habt oder jetzt sehen werdet und dann gesehen habt, wäre es super cool, wenn ihr in den Kommentaren eure Meinung dazu schreibt, denn das hilft wahrscheinlich jedem, der sich dieses Video anguckt und sich überlegt, ob er sich die Serie reinzieht oder nicht. Das heißt, schreibt mir gerne in den Kommentaren, hast du die Serie genauso toll gefunden wie ich oder eher so lala? Das wäre super, super wäre natürlich auch ein Daumen hoch, ein Abo, wenn dir das Video gefallen hat und wenn du mehr solche Tipps möchtest. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Zappenduster. Bis dann!